Er ist knapp 330 Kilometer lang und dennoch einer der beliebtesten Radwege Europas, der Donauradweg. Das ist der beliebteste Radweg der Deutschen im Ausland. Wir haben rund 700.000 Radfahrer jährlich am Donauradweg, die zwischen Passau und Wien unterwegs sind. Und ca. 70.000 Radfahrer fahren die Strecke Passau bis Wien. Jetzt ist er endgültig fertig. Der letzte Abschnitt zwischen Oberranner und Wesenufer ist asphaltiert und offiziell eröffnet. Radlhosen braucht man, aber gescheite Radl braucht man, gescheite Radwege braucht man. Die haben wir in Oberösterreich und darum ist heute ein wirklicher Meilenstein gelungen. Ein 40 Kilometer Radweg von Passau bis zur Schlögener Schlinge ist jetzt fertiggestellt und es zeigt jetzt eine der schönsten Regionen, die wir in Österreich haben, wirklich erlebbar. Man kann mit dem Radl direkt an der Donau, unserem wunderbaren Fluss, fahren, kann von der Donau ins Hinterland fahren, sehen, wie schön Oberösterreich ist. Gut investiertes Geld. Die Bauarbeiten für diesen Abschnitt haben 2 Jahre gedauert. Land, Bund und Europäische Union haben 5 Millionen Euro investiert. Die Herausforderungen lagen natürlich in den Anfangszeiten. Schauen wir mal, da man diese Bundesstraßen, die was dort so da liegt, wie es da liegt, natürlich auch veraltet dann schon war. Und auch mit denen gemeinsam dann geschaut worden ist, können wir dann den Radweg dazu bringen. Ja, so ist es auch passiert. Und ich glaube, dass es wirklich eine absolute Bereicherung ist für die ganze Region. Die Arbeit hat sich sicher ausgezahlt, weil da geht es um Sicherheit auch für die einheimische Bevölkerung, für den Tourismus und das tut sich immer wieder aus. Das ist unser Geld. Es ist eine ganz großartige Sache, die wir heute hier sozusagen zum Abschluss gebracht haben. Es geht darum, dass wir einerseits die Region wirtschaftlich und für den Tourismus entsprechend fertiggestellt und aufbereitet haben, aber es ist natürlich auch eine wunderbare Sache für einen sanften Tourismus in Oberösterreich. Und das zu Recht, denn gut ausgebaute Radwege, durchgängige Beschilderung und flache Strecken sind die optimalen Voraussetzungen für eine gelungene Radtour.